Schüsse in Otterkring, Schütze noch flüchtig. Das sind die Top-News des Tages. Uni in der City brennt. Am Montag in der Früh waren dicke Flammen aus einem Fenster der Linzer Kunstuniversität zu sehen. Die gesamte Innenstadt war völlig verraucht. Nur wenige Minuten später traf die Feuerwehr vor Ort ein und musste feststellen, dass der Auslöser ein Kabelbrand war. Erst am Freitag kam es zu einem großen Stromausfall an der Uni, da eine Starkstromanlage Feuer gefangen hatte. Verletzt wurde niemand. Es gibt einen neuen Fußball-Europameister. Im Finale traf England auf Spanien. Die Briten hatten auf einen ersten Titel seit der WM 1966 gehofft. Doch Spanien machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Mit einer Traumvorlage von Lamine Jamal schoss Youngster Nico Williams das 1:0. Dann kam es zu einem Ausgleich der Three Lions durch Chelsea-Legionär Cole Palmer. Den Sieg für Spanien konnte schließlich Oyer Zabal sichern. Spieler des Turniers ist Rotary geworden. Junger Spieler des Turniers wurde der 17-jährige Lamine Jamal. Am Ippenplatz in Wien kam es zu einem Großeinsatz. Zwei junge Männer wurden durch Schüsse schwer verletzt. Die Tat dürfte sich im Suchtgiftmilieu abgespielt haben. Im Bereich des Tatorts wurden Drogen gefunden. Die genauen Hintergründe zur Bluttat liegen allerdings noch im Dunkeln. Bezirksvorsteherin Stephanie Lamp zeigt sich schockiert über die Ereignisse. Der oder die Schützen sind noch immer auf der Flucht. Die beiden Opfer befinden sich nicht in Lebensgefahr und werden in Spitälern versorgt. Für mehr Infos klicke auf den Link in der Bio.